Weiß ich auch nicht, was der macht. Also unglaublich. So, 20 Tage später. Gesundheit? Ja, weißt du, seit 20 Tagen stehe ich hier auf dieser Konsole und keiner hat mich runtergeholt. Ihr seid doch. Ja, die Konsole ist halt. Aha. Da. Konsole ist halt dein Freund, dein Wohnzimmer, dein Bett, dein Geliebte. Ach, lassen wir das. Oh, ja, so 20 Meter über dem Boden. Ah! Hey, guck mal, hier ist eine Defense-Mission. Nein, nicht, okay. Ich glaube, nehmen wir mal. Machen wir es so. So, machen wir mal einen schönen Raid. In einer. Am Morgen einen schönen Raid gegen Piraten bei klarer Atmosphäre im Sulfur. Oh. Schwefelbiom. Ja. Zum Glück sagt das noch nicht viel aus. Komm, du kriegst erstmal die Kiste. Dann schauen wir mal weiter. Hört sich nicht gut an. Nee. Hast du ein Problem? Bisher kann ich zumindest die Lanze noch nicht bestätigen. Also das Feld ist komplett grau. Tapp mal raus. Ja. Tapp mal raus. Tapp mal raus, wa? Ich tapp mal rein. Nein. Computer sagt nein. Der Computer sagt nein, ist doof. Dann lade ich dich vielleicht gleich einfach nochmal ein. Ja. Du kannst ja sagen, wenn man theoretisch bestätigen könnte. Genau. So, Max Tonnage. So, ich mach mal ready. Jetzt könntest du theoretisch. Nein. Dann gehe ich nochmal raus. Genau, dann invite ich dich noch einmal. Verbindung trennen. Mr. Black, disconnected. Invite. Das hat er. Mr. Black, connected, not loading. Loading. Please hold the line. Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Oh, das war letztens, da habe ich jemanden angerufen, der hatte da so einen super geilen CTI-Bandansage. Das war wirklich, herzlich willkommen bei uns, Ihre Verbindung, Moment, herzlich willkommen bei uns. Derzeit ist noch niemand, sind keine freien Mitarbeiter im Gespräch. Sie werden sofort mit einem verbunden. Herzlich willkommen bei uns. Sie werden. Was? Und die ganze Zeit einfach nur diesen Text hintereinander ohne Pause. Und gesprochen auch ohne Pause. Also ein Dauerbequatschung, so 10 Sekunden Text, der eigentlich heißt, herzlich willkommen bei uns. Derzeit sind unsere Mitarbeiter alle im Gespräch. Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Das Ganze halt eben, herzlich willkommen bei uns. Und derzeit sind alle. Und dann sofort wieder den exakt gleichen Text oder eine Sekunde Pause. Wir sind ready. Ja gut, wenn wir ready sind, dann machen wir jetzt mal was kaputt. Hattest du nicht gesagt, dass wir eventuell noch einen vierten Piloten kriegen? Das was? Dass nicht noch einer deiner Kollegen vorbeikommen wollte? Vielleicht. Das Problem ist, offensichtlich kommt keiner. Von daher, wenn keiner will, dann will keiner. Es sei denn, jemand aus dem Stream möchte spontan noch einen vierten Kollegen mit die KI ersetzen. Weapons online. All systems nominal. Mann, ist das gelb. Das kann doch gar nicht sein, hier ist gar nichts gelb. Aber es ist. Der Tiger macht einen schönen Kontrast zu dem Gelb hier. Ja, und dann die erste links. Dann die nächste Kreuzung. Die Landestützen beim Leopard
werden sogar eingefahren. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und lass uns da vorne mal sammeln, wenn die Hubschrauber weg sind. Hast du Hubschrauber? Da war einer. Hast mal wieder nicht aufgepasst, wie? Nö, ist ja nicht mein Job, habt ihr ja nicht markiert. Doch, wir haben es mit dem Large Laser markiert, habe ich gesehen. Und war es dann kaputt? Ja. Aha. Da kommen wir nicht runter. Boah, Junge. Ah, da unten ist ein Haufen Zeug. Haufen Hubschrauber. Ich glaube, Blackie kann direkt hier oben stehen bleiben. Okay, der ist weg. Oh ja, dann lass ihn mal hier hochkommen. Ja. Da ist noch ein Skorpion gewesen. Oder ist noch eine LRM 20 Centurion? AC-20. Meine ich doch. Wenn ich irgendein Waffensystem sage, dann wird es garantiert zerschnibbelt sein. Achtung, Mechs. Oh, direkt auf mir drauf. Geh weg. Geht weg. Ah, wir müssen wieder hoch. Da sind nämlich noch gleich andere Dings. Das ist gar nicht so gut. Ihr kommt mit dem kleinen Gar da, dann bleib ich auf der Zikada. Ja. Irgendwas schießt wieder auf mich. Ein Moment Ruhe hier. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist total gemein. Ständig schießt irgendwer irgendwo. Ich treffe den irgendwie nicht. Target neutralized. Hm? Ach da! Ein kleiner, mieser, dreckiger Panzer. Vigor. Der ist irgendwie hier rumbackt bei mir. Hier hinten ist nochmal eine Wolverine.
pleased with our success. Now get back to the dropship, ASAP. Ach, so. Irgendjemand kann rausgehen wieder. Ich weiß nicht wo. Alles klar. Ich kümmere mich. Ich habe ein Heatmanagement-Problem. Und da ist ein Heater im Hintergrund gewesen. Bin noch 300 Meter entfernt. Alles klar, dann kümmern wir uns jetzt mal um den Restkram, der hier noch rumsteht. Die Deckung. Erledigt. Standby für Pickup, Commander. Bin da. Welcome home. Perfekt. Unser Jägermech hat wahrscheinlich wieder Arme verloren. Tja. Der kriegt keine Kekse. Zu Recht. Zu Recht. Yay, Promotion 11. Ja. Wir sind Haus Steiner geeignet. Oh, wir können Shadowhawk mitnehmen. Das ist sogar einer der guten Shadowhawks. Der 2H. Nochmal ein Medium Laser. Bei SM2 haben wir da zu viele, dann nehmen wir den mit. Ja, nicht viele Schäden. Oh nein, der kriegt doch Kekse. Der hat einfach nur zu viel Panzerung verloren. Die interne Struktur. Es gibt Kekse. Aber er hat irgendwas anderes verloren. Single Heatsink. Oh, 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 oh. Keine Kekse. Ach, ich hätte den Grasshopper. Komm, den bringen wir nochmal kurz ab. Ich könnte den Grasshopper nämlich, glaube ich, mindestens ein Double Heatsink verpassen. Weil der überhitzt ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, der hat mit der ERPPK, ne? Ja. Ich habe nämlich die ERPPK dem gegeben, weil er ein Center-Torso-PPK hat. Und wenn der Center-Torso weg ist, ist eh kacke. So. Damit hätten wir jetzt noch einen 55er. Die Frage ist... Ich setze den mal aufs Eis. Weil wir haben ja noch einen Haufen 50er theoretisch. Ein Haufen 50er. So, wir könnten jetzt rein theoretisch hier nochmal die Defense machen. Was? Einfach weil wir die Reputation wollen, um anschließend bei den großen Missionen mehr rauszukriegen. Was? Ja. Aber nicht lieber dafür zweimal irgendwas zerstören? Wir machen die Defense aber auch nur zu dritt. Okay. Weil 230 Tonnen, da kriegen wir die schweren Mechs mit rein. Die schweren Mechs, da. Okay. Muss man mal gucken, wie lange der braucht. Wie lange braucht dein Archer denn zu präparieren? 8 Tage. Guck mal, kannst 8 Tage dann Kekse essen dafür. Uhu, Sodbrennen. Und wehe, das beeinträchtigt ihm, dich im Kampf. Natürlich wird's das. Wehe. Es ist auch nur eine 14,6 Kilometer Gegend, aber eine Extreme-Atmosphäre hat dann, was auch immer das im Moment noch heißt. Aber sollte uns irgendwas Großes, Schönes an Mech auftauchen, zum Beispiel ein Maro 2, wäre es... Wir haben einen kleinen Mech hinter uns.
Aerial surveillance shows hostiles on approach. Oh, ist der süß! Ups! Hier ist gerade aus die Kasse ausgerutscht, Entschuldigung. Hast die direkt gekillt. Alles klar. Ist der süß. Ah, Zikada. Oh, ab jetzt. Psst. Weg vom Bildschirm, hier gibt's nichts für dich. Commander, noch mehr. Enemy forces are getting too close for comfort for my people. Chase them down and keep them away from us. Acquired. You might be protected in that mech, but most of my people are not. Watch your fire. Immerhin ist es keine große Innenstadt, das ist ganz angenehm. New target acquired. Oh, dreh dich. Stimmt, ich habe jetzt einen Pulslaser. Additional contacts, ja, just cross the perimeter, Commander. Weil der andere nicht eingebaut worden ist. Unglaublich, ich kann sogar Sniper. Geht manchmal. Heuschreck, Heuschreck, Spider. Haufen kleiner gewuselten Mechs. Hinter euch ist noch ein Zikade. Hier drüben sind drei Heuschrecken. Zwei Heuschrecken und ein Spider. Jetzt, wenn wir uns umdrehen, direkt hinter uns. Hier. Die kommen hier gerade. Sie versuchen über den Berg zu kommen. Richtig, sie versuchen über den Berg zu kommen. Lass sie erstmal da stehen, glaube ich. Ich komme mal zu euch. Das ist okay. Und Besuch mit. Ja, ich sehe es. Ich halte unten hier den Rücken. Hallo, hier, kommt her. Zielt nicht auf das Ziel, was man defenden soll, schießen. Oder durchrennen! Mach doch mal ein Bein. So, der ist weg. Dann laufen wir doch mal darüber zu dem Berg, weil da kannst du dich, glaube ich, auch ganz gut draufstellen. Target acquired. Ja, weil ich mir gedacht habe, der Spider hat mir gerade die Rücken zugedreht. Das ist immer gut, wenn man schweren Mechs als leichten Mech den Rücken zudreht. Du, das ist nicht der Weg, den du suchst. Dieser kleine Dreckeliger. Aber genau deswegen hast du leicht Medium Laser drin. Hey, guck mal, unser Support-Kommando lebt immer noch, obwohl der vorher schon so aussah, als würde er in jedem Moment auseinanderfallen. Das ist auch total lachhaft. Die stellen hier Max zur Seite, die einfach... Ja, deswegen, deswegen heuern sie dich ja an. Weil der hier, den brauchst du noch angucken, dann ist der kaputt. Ah, sehr gut. Also, wo kommt der nächste? Ich bewege mich mal auf die andere Seite der Defense-Dings. Ah, ich mach mal wieder meine Night Vision an, dann kann ich auch bis zum anderen Ende der Stadt gucken. Ja, guter Plan. Ah, da kommt Paredi, Vigors.
Wow. Da kommt noch mal ein Javelin. Ich gehe links und auf den Magic Mark. Ah, okay. Wie gesagt, das war ich bin auf dem nächsten unterwegs. The area is taking a beating, Commander. Don't give them the opportunity to cause any more harm. Target acquired. Mir gegenüberliegende Seite kommen sie. Ja, und du hast dann Panzer. Eine Crab. Du hast unter dir einen Panzer. Becky, hm. Und einen Quick Draw haben wir hier drüben. Ja, aber die werden viel zu weit weg sein. Vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Unter mir ist ein Panzer? Unter dir ist ein Panzer. Irgendwo. Oder zumindest bei dir in der Nähe. Warte. Tja, du findest nicht zu leicht, ist, um durch die Mauer zu rennen, wa? Ein Crab. Mach Crab Jaws. Ich brenne deine Nase weg, Junge. Target acquired. Target destroyed. Such dir was in deiner Größe. Ich weiß, hier gibt's nichts, aber such dir was. Oh, die letzten Griffe waren zu viel. Oh, der Kern. Ich muss abkühlen. Ja, das kenne ich. Ja, das geht relativ schnell. Ja, das habe ich gerade gemacht, indem ich darauf gewartet habe, dass die Zikada um den Berg rumrennt. Genau, dann tut mal die Waffenraketen. Direkt vor mir. Was haben wir denn da? Shadowhawk, eine Zikada, Centurion. Ein Centurion und ein Spider. Nehmen wir doch mal die Kleinen raus. New target oder den auf die Erde schießen. Zenturion ist quasi tot. Da fehlt immer viel. Ja, genau, auf den Shadowhawk, bitte. Der dreht sich wunderbar den Rücken. Down. Jetzt haben wir da noch zwei, drei Panzer und Helikopter. Target acquired. Congratulations, Commander. These people owe their lives to you. Und Rabbi der Moment. Ramiel-san. So rum. Hallo, willkommen im Stream. Was in der eigenen Größe suchen, wo bleibt denn da der Spaß? Richtig, das ist also. Ich habe eigentlich gehofft, dass er dann, also die Zikada sich was in eigener Größe sucht und wieder verschwindet. Das war eigentlich so die Hoffnung. Und Servus. Mahlzeit. Ja, dann arbeiten wir mal in Richtung 12.
Zwei Zikadas und ein Spider. Ja. Ja, aber ein Shadowhawk können wir. Nee, ich habe nur zwei Zikadas und einen Spider. Kein Shadowhawk. Spider, Entschuldigung. SDR ist Spider. Ja. Alles gut. Über die, die ein bisschen mehr wert ist. Lalalala. Zack, zack. Dann lassen wir die da. Lassen wir den da. Ja, nein. Nehmen wir vielleicht statt der Zikada, die wir sowieso nicht mitnehmen, dann auch tatsächlich den Dings mit. Spider. Schlau sich. Und fügen ein paar Waffen der AC-5 zusammen hinzu. Für Mahlzeit ist es zu spät. Ach. Ja, das ist doch aber der Mitternachtssnack. Richtig, Mahlzeit kann man immer machen. Hey. Blackie hat am wenigsten Schaden genommen und am meisten Schaden ausgeteilt. Das gibt einen extra Keks. Juhu. Mahlzeit.